Bestes gegeben. Hi, herzlich willkommen zurück im Freispiel. Herzlich willkommen zu Wir sprechen über Neuheiten 2020. Und zwar diesmal über so, wie nennen wir das, Hobby-Spielerspiele, Kennerspiele, Expertenspiele. Also irgendwie schwereres Zeug, also Zeug, in das man sich einarbeiten muss. Ich glaube, die drei Kollegen haben wieder so ein paar Titel mitgebracht. Ich bin einfach nur dazugekommen und gebe meinen Senf dazu. Ungefragt. Los geht's, Isa. Oh. Soll ich einfach mal anfangen? Hier. Ja, also ich hole einfach mal was, weil das sind ja schwerere Titel. Deshalb kommt hier mal ein ganz schwerer Titel, ja, weil die Box voll ist. Oh, das hätte ich auch ausgewählt. Ja, Insel der Katzen. Einer meiner Favoriten. Wir retten Katzen von so einer Insel, ich glaube wegen eines Vulkanausbruchs. Nee, weil der Typ, der Saurons Logo geklaut hat, kommt. Wesch heißt der. Und der hat seine Hand, so wie Sauron. Nicht Sauron, der andere, Saruman. Und wenn der da ist, dann ist irgendwie Dalilu. Okay, also aus irgendeinem Grund retten wir Katzen von dieser Insel und müssen die möglichst geschickt auf unser Boot puzzeln. Die haben so ein bisschen Tetris-Teilchen-Form. Die Katzen wollen aber nicht freiwillig kommen, deshalb müssen wir die anlocken. Genau. Ja, erstmal müssen wir sie vertreiben. Die Story ist schon ganz krude, ja, aber das ist egal. Ja. Macht ja im Spiel nichts. Ja. Genau, was wir machen ist, wir kriegen eine bestimmte Anzahl Karten, draften mit denen und nach dem Draften überlegen wir dann, welche Karten wir tatsächlich behalten und ausspielen. Dafür gibt es Fische, aber die Fische brauchen wir auch, um später Katzen anzulocken. Also das ist quasi unsere Währung, mit der wir alles bezahlen. Genau, bei diesen Drafting-Karten sind Körbe dabei, mit Körben können wir Katzen einsammeln und da sind so Einmalaktionen dabei oder irgendwelche Einmalboni und was es interessant macht, Siegpunktbedingungen, einmal für mich selbst und zum Teil auch für die ganze Gruppe. Und so kann ich meine eigenen Siegpunktbedingungen aufbauen in das Spiel. Ja, so viel mal zur Erklärung. Mir hat gut gefallen, dass es eben so variabel ist, also dass ich selber entscheide, was mir am Ende Punkte gibt und dass jeder dann auch am Tisch ein bisschen was anderes sammelt. Deswegen Wildes Weltall. Du musst du doch endlich mal spielen. Ja, würde ich ja. Fand ich tatsächlich auch gut. Also es hat einen hohen Wiederspielwert, wie ich finde. Dadurch eben, dass die Karten gedraftet werden und es so viele sind, dass ich mir jedes Mal eine andere Strategie zurechtlegen kann. Ob ich jetzt alle Ratten auf meinem Schiff überpuzzle oder die Räume vollkriege. War einfach rundum gelungen. Was ihr überhaupt gar nicht wisst, da ist noch viel mehr Varianz drin. Ja. Weil man spielt mit zwei Modulen. Und da sind, glaube ich, sechs oder so im Grundspiel, weiß ich gar nicht genau. Aber genau, also wir hatten da nur zwei Module drin von verschiedenen. Was sie dann genau anders machen, weiß ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich andere Siegpunktbedingungen und Co. Und das Drafting war neu. Also ich fand das tatsächlich interessant, dass man Karten draftet und dann machst du ja immer so, das nehme ich jetzt, weil Isa das nicht kriegen soll. Und dass du dann aber die Option hast, Sachen dir wegzupicken und dann drauf zu scheißen, weil du sie eh nicht bezahlst. So dieses Bezahlen müssen der Karten, bevor man sie nutzen kann. Ja. Das fand ich tatsächlich interessant, weil das so ein extra Gedanken ins Drafting reinbringt. Mich hat es am Anfang ein bisschen verwirrt, dass ich krieg die Anzahl Fische einfach, um die Katzen anzulocken. Also das weil Spiel... Schenkt dir was. Ja, wir sind alle gleich gute Angler. Das ist, wir sind im Angeln sind wir alle gleich gut. Und im Katzen retten halt. Wissen wir ja. Nicht so. Ja. Wir sind hier ja oft an der Nordsee und so. Genau. Ja, hätte ich auch ausgewählt. Fand ich auch richtig klasse. Hat irgendwer von euch das Familienspiel ausprobiert? Nein. Nee. Ja. Gibt eine Solo-Variante? Finde ich auch interessant. Nee. Würde ich aber machen. Ich sehe es jetzt gar erst. Ich auch nicht. Aber vielleicht nehme ich es mit nach Hause. Ja, Weihnachten ist incoming. Probier es aus. So, nächster. Das hier verhindert halt die Corona. Der Dodo. Killer Cruise, der zweite Titel von Sebastian Fitzek. Oder der zweite Titel, wo Sebastian Fitzek seinen Namen draufgekloppt hat. Der zweite. Dritte. Teufner. Vierte. Safehouse ist das gleiche. Würfel Safehouse und Black Stories. Ah, ja. Okay. Ist auch alles derselbe Verlag.
Das ist ja ein Zufall. Kann man durcheinander kommen. Genau. Hat auch alles die gleiche Farbe. Genau. Und das Tolle an Killer Cruise, wenn man es auspackt, sieht es halt immer noch aus wie Killer Cruise. Einer der Titel, der, glaube ich, echt allen gut gefallen hat, oder? Da gibt's, ich glaube, es gibt keinen, der irgendwie eine schlechte Meinung zu dem Spiel hatte. Und lange Zeit auch mein Highlight von der Messe, die nicht stattgefunden hat. Jetzt wollte ich es ganz cool hier rausbasteln. Jetzt hakt es doch an der einen Stelle. Wir hatten das wieder eingepackt. Nenn nicht du offenbar. Nicht ich. Ich würde ja sagen... Da sind aber so Magnete drin. Tja. Vielleicht ging dann gerade diese Magnete. Ja. Was macht man eigentlich bei Killer Cruise? Das habe ich nicht genau verstanden. Also man sucht den Psychopathen und man rettet Passagiere, aber man rettet die, indem man die vom Schiff entfernt und man ist auf hoher See. Ich stelle mir immer vor, die sind gerettet, weil wir sie über Bord geworfen haben. Das fand ich total komisch, storymäßig. Ich glaube, die... Die rennen nur weg. Also der Psychopath hat sich im unteren Teil des Schiffes irgendwo verbunkert. Das ist jetzt dünn, und hat... da vorne ist die Story drin, deshalb... Und hat ein... einen Killer angeheuert und der läuft oben immer im Kreis und wir versuchen eigentlich eher vor dem wegzurennen mit unseren Passagieren oder die Passagiere vor ihm wegrennen zu lassen. Und der macht das so lange, bis wir den Psychopathen irgendwann gefunden haben. Oder er genug Passagiere umgebracht hat. Oder er, genau. Genau, jetzt haben wir schon die Regel kennengelernt. So sieht das Boot dann aus. Es lief auch schon mal besser. Das ist halt der Vorführeffekt. Genau. Tolles Ding, oder? Seht ihr jetzt auch falsch rum? Ja, aber das, also tatsächlich produktdesigntechnisch tatsächlich ein Kracher. Genau. Und Story habt ihr, glaube ich, auch gut rekapituliert. Wir sind jetzt eingeladen auf dem Boot. Was wir nicht wissen, von einem Psychopathen. Und der hat auch noch einen Killer engagiert, nachdem das Spiel benannt ist. Und genau, was machen wir? Wir haben Macht über drei Spielfiguren, die versuchen, einzelne Passagiere vom Killer zu retten, während wir eigentlich versuchen, Räume aufzuschließen, um damit erst ins Mitteldeck und dann ins Unterdeck zu kommen. So, er kriegt euch. Und wenn er davon fünf hat, glaube ich, dann haben wir verloren. Genau. Und im Unterdeck liegen dann so Hinweise, über die wir rauskriegen, wo der Psychopath sich befindet. Es gibt 24 Spielaufbauten, sodass in jeder Partie irgendwie was anderes vorkommt, der sich an einer anderen Stelle versteckt. Und ich finde bisher das beste Fitzek. Also der ist halt dafür bekannt, Thriller zu schreiben und bei Safehouse ging es ja irgendwie nur darum, gut zusammenzuarbeiten. Diese Geschichte, die hat ja überhaupt nichts zur Sache getan. Konnte man irgendwie in einem fortgeschrittenen Modus mit reinwählen, dann war das Spiel aber wirklich unbesiegbar. Also ich kenne auch niemanden, der es wirklich ernsthaft mal in die Nähe von einem Sieg geschafft hat bei dem Schwierigsten. Und hier ist halt ein guter Mix aus einerseits taktisch zusammenarbeiten und halt noch so ein bisschen Rätsel lösen, sobald man das Unterdeck erreicht hat. Ja. Genau. Was ich auch schön fand, es hat ja auch drei Schwierigkeitsstufen drin. Also klar, es ändert sich nicht so viel, aber wenn ich sage, boah, es war mir zu schwierig, kann ich einfach nächste Runde anpassen und ein paar weniger Mörder sind es, glaube ich, reinhauen. Ja, das ist nur über den Killer, ne? wie häufig der auftaucht. Ja. Ja, wie häufig seine Bewegungskarten auftauchen. Ja. Und was wir, glaube ich, noch keiner probiert hat, es gibt noch eine Zeitvariante auch, mit Zeitdruck. Das habe ich nicht probiert, weil ich ja Safehouse nicht gut fand, wegen des Zeitdrucks. Das mochte ich halt wegen des Zeitdrucks. Aber es gibt ja durchaus Menschen, die Zeitdruck mögen. Absolut. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert, kann es mir auch nicht so gut vorstellen, aber finde ich es nennenswert. Bei Magic Maze mochte ich Zeitdruck. Also genau, es hat gar nichts unbedingt mit Zeitdruck. Es war irgendwie, ja, Safehouse war nicht mein. Safehouse-Würfelspiel fand ich toll. Und das war genau, also für mich auch, das war richtig... Oh, probieren wir mal aus und dann war hinterher, wow, das ist ja richtig, richtig toll geworden. Zumal ich bei der Zeitdruckvariante auch
noch nicht verstanden habe, ob man immer, wenn die Zeit abgelaufen ist, neue Passagiere reinkommt und durch das Nachziehen neue Passagiere reinkommen und der Mörder sich bewegt. Oder nur eins von beiden. Je nachdem, ob man unten passiert. Das wird der Moses Verlag klären. Ja. Die haben so eine Regel erklärt. Oder ich habe einfach überlesen, weil das in so einem Kasten drin stand, in der Anleitung. Das kann natürlich auch sein. Ja, möglich. Überlese ich ja gerne. Genau. Und wie schnell ist es eingepackt? Schneller als du bis 10 zählen kannst. 1, 2, ey, nicht so schnell! 7, rot. Anderes Spiel, ne? Das geht schon wieder raus. Ja. Nee, ihr könnt jetzt live sehen. Also, das ist tatsächlich natürlich. Anders gut. Produktdesign technisch. Du musst den Magneten dann lösen, genau. Und jetzt das reinklappen. Und dann, ja. Richtig elegant gelöst. Wow, das ging ja super schnell! Gemacht. Ja. Wir sind Quatsch, was ist das ja eigentlich? Das ist irgendwie so ein Spiel. Mit zusätzlicher Rätselbox. Bei jedem einen auspacken. Ja, aber auch das hier war jetzt so ein, mega peinlich. Ja, aber auch hier jetzt so ein Spiel, was man irgendwie auch mal als Deko einfach stehen lassen kann. Boah, da würde ich mir aber schon eher ein schönes Schachbrett hinstellen. So. Weißt du, Nussholz. Also Nussholz versus Pappschachtel ist schon. Stinkt die Pappschachtel ab, selbst wenn sie ein tolles Schiff ist. Ja. Muss man sagen. So. Machen wir noch weiter oder machen wir Feierabend? Nee, machen wir das ganz hinten da. Das ganz hinten. Ganz hinten? Ja, aber in der Zeit. Ich durfte das nicht mitspielen. Quatsch, ich durfte nicht. Ich war im Urlaub, ich habe es nicht mitgespielt, deswegen hole ich mir was zu trinken. Ach, mein Highlight sogar noch vor Killer Cruise. Ja, ist dir auch aufgefallen, Thomas? Ja. Furchtbar. Ach, irgendwer hat wieder die Schachtel nicht richtig zusammengebaut. Quasi Fluch der Karibik, das Brettspiel. Kooperativ, jeder von uns übernimmt eine Aufgabe in einem Schiff. Einer ist der erste Mat, einer ist der Steuermann, einer ist der Kanonier. 7 Rollen gibt es insgesamt. Und wenn wir weniger als 7 Leute sind, übernehmen wir halt mehrere Rollen gleichzeitig. Und meine Güte, was haben wir in dem Spiel schon alles erlebt? Also wir haben Untote auf hoher See abgeschlachtet, wir haben Höhlen erforscht, wir haben uns... Einmal auf dieser Insel, wo so eine ganz komische, krude Party abgegangen ist. Ja, wir haben richtig krasse Vollmond-Piratenpartys gefeiert. Ich habe mir die Zukunft lesen lassen. Ich habe mir irgendeinen Fluch eingefangen. Ich glaube, das war irgendwie eine Metapher für eine Geschlechtskrankheit. Bin ich mir bis heute noch nicht sicher. Das war auf jeden Fall... Prügeleien in diversen Bars. Das gehört dazu. Immer unter der Führung von einem abgefahrenen Captain. Genau, es gibt mehrere Szenarien. Keine Ahnung, wie viele. Ein paar. Und jede... erzählt eine andere Geschichte unter einem anderen Captain, was alle gemeinsam haben, bis auf die erste. Die spielen alle hinter dem Rand des Horizonts. Also so eine Welt, wo all das, was man hier so sieht, möglich ist. Und dieses Szenario ist in 2 Spielpartien sozusagen aufgeteilt. In der Mitte der Partie wird dann gesagt, cool, ihr habt es bis hierhin geschafft, wollt ihr weiterspielen oder nicht. Wenn ihr speichern wollt, macht das so und so. Super kompliziert, deshalb haben wir immer gesagt, das ist gerade sowieso so geil. Machen wir direkt weiter. Muss ich noch irgendwas dazu sagen? Also, das macht man eigentlich nicht. Ich finde, du hast was Wichtiges vergessen. Jedes Spiel, jeder Charakter hat eine eigene Story. Stimmt. Die man selber auch noch ein bisschen beeinflusst. Das ist herrlich. Kannst du damit was anfangen? Erklären? Ich frage mich, ob da sind da diese, auch diese Geschichten drin, wie damals bei Winter der Toten? Mit diesem, ich unterbreche deinen Spielzug, um Story ins Spiel zu bringen. Weil das auch jetzt hier Crossroads Game heißt. Es kommt im Laufe des Spiels immer wieder ein Story-Element von dir rein, das auch zu Boni führt, aber nicht während des Spielzugs. Okay. Also es ist immer zwischen den Runden wirst du eventuell aufgefordert, weiterzulesen. Okay. Genau, also sehr rollenspiellastig kriegt jeder Spieler so ein Charakterheft. Da hat man vorne relativ simpel verschiedene Eigenschaften drauf, die man entsprechend gut beherrscht oder nicht beherrscht, beziehungsweise bis zu einem bestimmten Grad ausbauen kann. Und jeder hat eine eigene Geschichte. Die Geschichte hier heißt zum Beispiel Sicherheit geht vor. Die hat nur ein Spieler. Am Anfang
beantwortet man fünf Fragen. Also man nennt einen gefährlichen Fisch, eine stinkende Obst- oder Gemüsesorte. Damit ein bisschen Interaktion reinkommt, hier das dritte jetzt der Piratenname eines anderen Spielers, ein stinkendes Nutztier und ein Körperteil. Und wenn man die Lücken ausgefüllt hat, hat man schon seine komplette Hintergrundgeschichte. Genau. Und die waren auch super abstrus bisher. Ja, viel zu lachen, auf jeden Fall. Ja. Und je nachdem, wie man sich entscheidet in dem Spiel, was man macht, darf man hier in seinem Sternbild, dem man folgt, Sterne anmalen, und wenn man auf ein bestimmtes Story-Ereignis trifft und das Spielgeschehen voranschreitet, dann geht die eigene Geschichte auch voran. Und dementsprechend gibt es auch drei Enden: schlecht, gut und legendär. Aber auch gut kann irgendwie heißen, dass man neben einem Pulverfass in die Luft geht. Ja, das war mein gutes Ende. Boah, was wäre denn schlecht gewesen? Wissen wir nicht, ne? Ich glaube, es ging so in Richtung verrückt werden. Kann man das nachgucken? Also, ja, also, ja, du hast ja hier alle drei. Achso, da hast du das komplett drauf, okay. Ja. Ja, witziges Co-op auf jeden Fall. Ja. Ja. Also selten so gelacht bei einem Spiel. Ja. Das, und du hast halt auch toll vorgegeben. Ja, man muss den Kapitän ein bisschen Charakter geben, sonst ähneln die sich nachher zu sehr. Aber das ist halt immer, wenn Vorlesen ist, dann sucht man sich halt den in der Gruppe aus, der irgendwie am gescheitesten vorlesen kann, weil er Kinder hat und deswegen viel vorliest oder was auch immer, und dann gehört halt dazu. Mal gucken, ob wir irgendwas finden, was relativ nichtssagend ist. Wozu brauche ich jetzt diese Internetgeschichte? Im Buch findest du relativ wenig. Also eine Spielseite sieht so aus. Jeder Charakter kann sich innerhalb von sehr kurzer Zeit, wir haben es jetzt immer über 40 Sekunden gespielt, danke, eine von ein paar Aktionen aussuchen. Rot heißt immer, das muss von irgendwem gemacht werden. Blaue Aktionen dürfen immer eine machen. Eine Person machen, und grün, da dürfen sich so viele draufstellen, wie wollen. Und man weiß aber noch nicht, was da passiert. Also man hat irgendwie einen Titel oder eine Aufgabe, den Kurs festlegen, und man weiß schon, okay, ich werde eine bestimmte Fertigkeit verbessern, bevor ich sie benutzen darf, und irgendwas kriege ich dann auch dafür. Was genau aber passiert, entscheidet sich erst danach oder sieht man erst danach. Wir haben es dann halt so gespielt, dass wir es zugedeckt haben. Genau, es lebt auch davon, dass man es nicht genau weiß. Und am Ende der Runde lesen wir ein bestimmtes Kapitel, und dann geht es auf derselben Seite oder auf einer anderen weiter. Alles, was mit Story zu tun hat, läuft über diese browserbasierte App. Mhm. Ja, dann bin ich immer noch neidisch. Wir werden es ja auch nochmal spielen, und vielleicht bist du dann nicht immer da. Du kriegst Karetosch erklärt, sobald ich das mal spielen dürfte. Boah, wie wär's damit? Ja, was hier noch alles kommen wird. Boah, unglaublich. Ihr habt schon irgendwie jetzt mehrere Partien, ne? Zwei oder sogar zwei. Zwei Abenteuer. Okay. Zwei. Ich hoffe nur zwei. Ja, zwei. Sagen wir zwei. Aber wenn ich jetzt sage, ich spiele, da ist was, ein Schloss verloren. Oh nein. Wenn ich, ich habe jetzt Herr der Ringe gespielt. Ja. Und ich liebe Winter der Toten. Empfehlt ihr mir, das einfach mitzunehmen und halt zu spielen über Weihnachten? Ja. Ja. Auch mit einem 12-jährigen Kind? Ja, ja, als Winter der Toten. Ja. Sorry, aber. Ja, aber also es ist. Doch, da kann man, also gerade thematisch, also Story, da kannst du Story Kinder auf jeden Fall auch mitnehmen. Genau. Nee. Und regeltechnisch ist ja wurscht, weil Koop. Ja, okay. Und es geht auch von Regeln. Ja. Also so du setzt deine Figur und führst es aus. Eigentlich komplett Koop. Es ist eigentlich komplett Koop, aber du musst halt, um deine eigene Story voranzutreiben, die Gruppe vernachlässigen, und es gibt ganz viel so. Muss man nicht. Piratenmechaniken, so, wenn du das hast, darfst du immer, wenn dem anderen Wurf nicht gelingt, ihm was klauen oder so. Vielleicht kriege ich es auch, wenn es allein zu gewinnen. Da bin ich gut im Koop. Das ist wahr. Kennt ihr Arkham Horror, zweite Edition damals? Ich glaube mit der Maske in Gelb Erweiterung. Da kam eine Karte ins Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein Kartenstapel nachher. Da ist eine Karte drin, die aus dem Spiel plötzlich nicht mehr ein Koop macht, sondern wer die Karte zieht, kann potenziell gewinnen, und wer zieht die Karte. Ja. Ja, da bin ich gut drin. Ja, genau. Also Lena gewinnt auch Koops gegen die anderen. Und
drauf steht 3 bis 7 Spieler. Das stimmt gar nicht. Kann man auch zu zweit spielen. Regeln sind online. Kann man auch solo spielen. Auch online die Regeln. Machen wir jetzt Feierabend? Nee, ich hab noch an, oder? Nee, Lena hat noch Spiele dabei. Okay. Ich hab, also Feierabend ist am Schluss. Ja, klar, Feierabend. Okay. Ich hab Anno 1800 von Cosmos dabei. Den muss aber auch spielen. Nee, warte. Das hat irgendjemand falsch zusammengebracht. Genau, ist ein super klassisches Eurogame. Jeder von uns hat eine Insel. Und verschiedene Arbeiter, also die Bauern, die Handwerker, die Ingenieure, die Investoren. Also immer reichere Personen. Genau, es ist aufsteigend. Und in der Mitte liegen sehr viele Berufe, die ich erlernen kann. Und genau, der Bierbrauer braucht halt vielleicht den Handwerker und das Fahrrad braucht den Ingenieur als Berufler. Und diese Berufe kann ich mir auf meiner Insel auslegen. Das sind um die Welt. Wirkungsstätten. Ja, oder Wirkungsstätten. Also Werkstätten, Fabriken. Genau, und sobald ich die Arbeiter da reinschicke, werden sie dann zu den Beruflern. Und so versuche ich meine Welt, meine Insel zu besiedeln. Ich kann auch in die neue Welt, um ganz klassisch Kakao oder Kaffee anzubauen oder was auch immer. Ganz klassisch. Den Leuten zu klauen, die da wohnen. Aber. Wie gesagt, ein klassisches Eurogame. genau. Jedes Mal, wenn ich an neue Arbeiter komme, muss ich Auftragskarten nehmen, die ich zu erfüllen habe. Das Spiel endet, sobald ein Spieler es geschafft hat, alle seine Handkarten, also seine Aufträge zu erfüllen. Und ja, das macht es auch spannend, weil es ist so ein. Ich gucke halt immer, wie viele Karten hat wer. Natürlich mit mehr Arbeitern kann ich mehr machen, aber ich muss halt immer bedenken, dass ich dadurch dann mehr Aufträge habe, die ich erfüllen muss, die mir wiederum Punkte generieren. Also es ist immer so ein Abwägen vom Nutzen der jeweiligen Arbeiter und genau, so ein klassisches, strategisches Eurogame. Hat mir gut gefallen. Da sagt ihr jetzt nichts dazu, ne, weil es nicht eure Welt ist. Doch, ich sag dazu, ich glaube, ich bin der Einzige, der das machen kann, weil ich früher viel Anno gespielt habe. Also ich habe Anno 1800 habe ich nicht gespielt am PC, aber diverse der Vorgänger. Und in der Schachtel steckt ganz viel nicht drin, was Anno-Spieler erwarten. Aber zwei der zentralen Dinger, die stecken da drin und das fühlt sich genauso an wie bei Anno. Also dieses... Ich habe so Kram und dann habe ich anderen Kram und wenn ich den kombiniere, dann wird das irgendwie tollerer Kram. Und den wollen Bürger, wenn sie nicht mehr im Schlamm wohnen, sondern irgendwie sich ein Haus gebaut haben, den wollen sie dann haben, also muss ich irgendwie mehr von dem Zeug herstellen. Und dadurch wird so eine Produktionskette in Gang gesetzt. Weil das ist ja letztlich nur dieses klassische Eurogame-Ding. Ich habe verschiedenen Kram, den ich in cooleren Kram umtauschen kann, der dann Kram wird, der eventuell am Ende Siegpunkte wert ist. So, und das... Also das ist so umgesetzt, wie das in den Computerspielen ist. Das finde ich tatsächlich stark. Und dann diese Bevölkerungsmechanik. Das ist eigentlich permanent, also wenn nicht Katastrophen geschehen, was im Brettspiel nicht passiert, dass deine Bevölkerung effektiv permanent weiterentwickelt, ne? Also mehr wird, also da kommen immer mehr Einwohner. Und dadurch können die aber mehr zusammenarbeiten, dadurch produzieren die mehr Wohlstand und dadurch haben die mehr Anforderungen. So, und also das ist mega gut umgesetzt tatsächlich. Diesen Aspekt von Anno, der eigentlich der zentrale mechanische Aspekt auch in den Computerspielen ist, der finde ich steckt in dem Spiel richtig gut drin. Das ganze Insel erkunden und irgendwie die Häuser auf einer neuen Insel bauen, das fehlt halt, aber tatsächlich hat mich das nicht, es hat mir nicht gefehlt, um mich zu fühlen, wie ich spiele Anno. Das fand ich tatsächlich richtig stark. Ja, ich fand auch die Interaktionen haben sie da gut umgesetzt. Also nicht jeder braucht irgendwie die Bäckerei, weil wenn ich es nicht habe, aber ich brauche das Brot, dann kann ich halt bei Isa gucken, okay, sie hat es gebaut, dann darf sie sich aus dem allgemeinen Vorrat dafür ein Goodie nehmen und ich kann ihre Produktionsstätte mit benutzen. Also genau, es geht nicht darum, dass ich nur auf mein Tableau gucke, sondern wirklich auch bei den anderen aktiv mitgucke. Ja, ja, das war richtig hart, dass Basti auch eine Wurstfabrik hatte. Also so Wurst in Dosen. Das hatte lange jeder für seine Aufträge. Deswegen konnten die Leute entscheiden, wenn sie ihre Mettwurst kaufen. Frechheit. Das Wichtigste war auf jeden Fall Bier am Anfang.
Da haben wir, glaube ich, die meisten unserer Leute schon glücklich gehabt. Das muss ich mal einkaufen, das weiß ich nicht. Oder meinst du Brass Birmingham? Da geht es ja auch sehr um Bier. Nee. Nee. Hallo. Ich hatte Hosen. Ich habe Hosen produziert. Hosen hat uns gar nicht dran. Nee, einmal ein Bier angefasst, sag, hast du keine Hose mehr. Ja, das war doch nicht. Ja. Nee, also genau, ne? Mechanisch, nee, also mechanisch gut. Sehr gut funktioniert. Findet ja auch witzigerweise tatsächlich jeder rein. Also jetzt, wir hatten einen guten Erklärer. Also, wer nur Camel abspielt, der wird sich anfangs schwer tun. Aber wenn du einmal drin bist, dann sind die Abläufe eigentlich relativ eingängig so. Mhm. Ja. Starkes Ding. Ich kann sogar auch noch was dazu sagen, ja, weil wir uns ja alle gefragt haben, als, also jede Produktionsstätte, die man sich kaufen kann oder auf die man hinarbeiten kann, gibt es zweimal im Spiel. Und wir haben uns gefragt, wenn man nur zu zweit spielt, ergibt es dann Sinn, dass da immer noch zwei liegen, weil der Spielaufbau hat nicht gesagt, weil dass man Mangel nicht da ist, ja. Genau, weil sonst hat man halt so ein Wettrennen auf diese Produktionsstätten. Und im Spiel zu zweit reguliert sich das selbst, indem das eigene Spielertableau zu klein ist, dass man sich alles hinbauen könnte. Ah. Sobald beide versuchen, sich ihre Produktionsketten komplett selber aufzubauen, können sie bald nichts mehr bauen. Ah. Dann ist das ist ein eigenes Tableau für zwei Spieler. Nee, aber hier, also hier, du hast deine eigene Stadt. Ja. Und da hast du halt einfach nicht genug Platz für das ganze Zeug. Ja. Genau, und wenn du da alles selbst brauchst. Genau. Ja. Müsstest du so oft irgendwie neue Sachen erkunden, neue Gebiete, dass du nichts anderes mehr machst. Ja, richtig schlecht, wenn ihr Glückspilze seid. Ja, aber ich finde für Industrielle ist ganz gut. Für Industrielle ist super, aber für Glückspilze ist halt echt blöd. Ja. 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 Naja, so Angaben, die der Verlag halt auf eine Schachtel druckt. Aber weißt du noch, als dieser industrielle strategische Anno-Fan kam? Der war total glücklich. Ja, der hat ja mal 4 von 10. 12 sogar. Ja, genau. Achso, ja. Nee. Das ist schon. Ja, okay, also das ist Anno 1800. Martin Wallace hat uns Spaß gemacht. Ja, offenbar. Allen halt, tatsächlich. Jetzt hier ja. Ja. Cool. Haben wir noch eins? Feierabend. Jetzt schon Feierabend? Ja. Wir können auch später. Ich habe gehört, Feierabend als letztes. Ja. Was hast du? Oh, da ist noch einiges. Da ist noch einiges. Ja, dann zeig mal her. Zeig doch du mir mal, was du gerne von mir sehen würdest, wenn Lena sagen würde, sie könnte noch ein Spiel zeigen. So, jetzt müsstest du wissen, was du holen musst. So, Lena meinte, sie könnte noch ein Spiel zeigen, was ich dir geben soll. Ja, ich glaube, du greifst falsch. Ja, du greifst falsch. Ich weiß. Es hängt damit zusammen, dass Lena was hat, was ich haben will, aber nur bekommen, wenn du das vorher, Basti, abgeluchst hast und Lena es von dir. Ja. Ja? Ja. Okay, wow. Das war für mich schon mega eine Überraschung. Ja. Ich fand das Wahnsinn. Wahnsinnig gut. Nee. Vorgeschichte. Es ist 21.30 Uhr. Und ich fange mit Regeln erklären an. Wir hatten alle einen ganz, ganz schlimmen Montag hinter uns. Oder der war nicht schlimm, der war super, der Montag. War viel Arbeit. Aber es war ein sehr, sehr langer Montag. Und dann kommt dieses schlanke Spiel an und sagt, ich dauere nur 120 bis 150 Minuten. Bin dafür aber bis zu 9 Spieler spielbar und wir haben uns zu 6 hingesetzt und es zu Ende gespielt. Was uns alle überrascht hat. Also, weil, genau, mal anspielen, ja, auf jeden Fall, aber dass wir es alle mit Begeisterung bis zum Ende durchgespielt haben. Ja, das Fiese ist auch, du hast dann die Regeln erklärt. Ich habe, glaube ich, ganz viele dumme Nachfragen gestellt, so aus Spaß, weil der Tag einfach lang war. Und dann wussten wir alle, wie es geht und keiner wusste, wie es geht, weil dann ja dazu kam. Also hier steht drauf, spiele eine von 9 vollkommen asymmetrischen Spezies. Mhm. Und ja, also irgendwie wusste jeder, wie es geht, aber keiner hatte eine Ahnung, was er machen soll. Völlig eigene Regeln für jeden. So. Ja. Das war diese Vorleseanleitung. Ja, das war ganz cool gemacht. Ja. Das stimmt, hast du behauptet. Ist das so? Dass es gut war vorzulesen? Ja. Ja, anders aber als bei Andor. Man kann nicht aufklappen und loslesen. Einer muss wirklich schon mal die Regeln gelesen haben. Ja, aber Andor ist halt auch vom Umfang her ein bisschen weniger von dem, was man macht. So, ne? Ja. Das stimmt, bei Andor wird viel weniger gehandelt. Ja, was ist denn das jetzt? Genau, Handeln ist, glaube ich, das Stichwort. Ne? Und wir alle who cares, dann tausche ich mal so eine Gerste in den Weizen und dann ist so ein Spielzeug ja auch schnell vorbei. Nein, du meinst, es haben wir getauscht eigentlich. Ganz blaue ganz Datenwürfel und graue Datenwürfel, das weiß ich noch. Wir haben Biomasse getauscht, Datencatches, glaube ich. Ja. Mhm. Die Oktaeder, wie hießen die denn? Oh, mega Elektrotech. Das waren keine Oktaeder. Ja, wahrscheinlich. Oktagons, weil Oktaeder haben ja. Mega Ultratech. Ultratech und Oktagon oder so.
Octagon. Also wurscht. Zentrum des Ganzen ist tatsächlich eine, ich glaube, die zweite Phase jede Runde, dass man handelt. Und wir dachten halt so, ja, ist halt wie man so handelt in so Euro-Games. Und man, ja, ich habe halt jetzt hier ein Schaf und gebe mir noch zwei Datenwürfel dafür. Und dann ist das schnell abgehandelt und nee. Ne? Also wir hatten dann mehrfach irgendwie die Forderung, alles klar, für die nächste Handelsphase wird ein Timer gestellt, weil das zieht sich jetzt hier, weil man doch irgendwie immer wieder was Neues entdeckt, was man haben will. Und dann merkt man, jetzt habe ich mir drei Biomasse ertauscht und ich hätte eigentlich nur zwei gebraucht, jetzt habe ich den da übrig. Kriege ich den auch irgendwo bei irgendwem anders gewinnbringend unter, weil ich das für diese Technologie benutzen kann. So. Eben, und es ist nicht nur der physische Handel, es ist auch viel mit Versprechen und Abmachungen, wie man sich über die nächsten Runden verhalten wird. Und alles wird auch bestraft, wenn man sich nicht dran hält. Genau. Ja. Ja. Das fand ich aber gut. Also nicht so wie bei Diplomacy und dann spielt Frankreich nicht mehr mit, weil es gebrochen wird oder so, sondern tatsächlich, wenn ich was ausmache, habe ich mich dran zu halten, sonst will ich Siegpunkte, ne? Siegpunkte, ja. Genau. Genau, und man konnte tatsächlich alles tauschen, bis auf Siegpunkte. Das fand ich ziemlich cool. Also jeder hatte auch spezielle Karten vor sich. Ja, Planeten und Technologien und alles Mögliche. Du konntest alles tauschen und es gab, also für die normalen Würfel, Rohstoffe, gab es ja einen Preis ungefähr, wie verhält sich was zu was, aber jetzt Karten und die ganzen Sonderaktionen, echt cool. Musste man sich dann selber aussuchen und konnte man kreativ werden. Ja. Und tatsächlich, also du hast ja dieses Volk gespielt, das aber massiv darauf aus ist, die eigenen Technologien wegzutauschen, Runde für Runde. Also, genau. Ja. Also es gab einfach Karten, die ich nicht selbst nutzen konnte. Ja. Ey, das war schon abgefahren. Und das, ich glaube, das hat uns wirklich alle sechs mega positiv überrascht. Ja. Wir haben das alle nicht erwartet, dass uns das so in den Bann zieht. Ne? Ja. Was ich mir allerdings nicht vorstellen kann, ist, dass irgendwer einen Tisch besitzt, an dem man das zu neun spielen kann. Also wir hatten eine Bierbank, eine ganze, und waren eben zu sechst und die war randvoll. Also wir haben sogar unsere Spielertablos zum Teil auf den Schoß gehabt. Weil wenn wir zwei von diesen 2,20 Meter Biertischen aneinander stellen, also jetzt nicht auf 4,40, sondern zweimal die 60 cm, also nur 1,20 mal 2,20 hast, dann passen sechs dann locker dran. Dann aber dann passen keine neun. Doch, so wenn du rundum sitzt, aber dann sehe ich ja gar nicht mehr. Nee, überhaupt nicht. Und wie soll ich dann mit dir handeln dahinter? Also neun Spieler werden jetzt ja eh sich nicht zusammentreffen in nächster Zeit. Und ich weiß auch nicht, das brauchst du ja nicht. Ja. Also sechs Spieler ist ja auch schon viel für so ein komplexeres Spiel. Ja, das, aber ich glaube tatsächlich, es war cool, dass wir zu sechs waren. Zu viert wäre es nochmal ein anderes Gefühl gewesen. Nicht schlechter, aber anders. Und vielleicht ist zu neun dann auch Quark. Also ich habe mal bei Twilight Imperium so eine Achterpartie gespielt, wo ich dann irgendwie nach 5 Stunden merkte, cool, da sind drei Typen, die hier sitzen, mit denen habe ich noch nicht ein Wort gewechselt, weil die irgendwie auch egal sind für mich. Ja, nicht fürs Spiel, aber für mich. So, ja. Ja, keine Ahnung, sorry. Nee, alles gut. Ganze Schachtel ohne Brett. Kein Spielbrett drin. Ja, und die geht auch nicht zu. Ne? Also die ist, wenn die kommt, geht die nicht zu, wegen der Stanzbögen. Ah ja, okay, wenn du es ausgepöppelt hast, wie wir es jetzt gemacht haben, wenn du ein bisschen Gewalt anwendest, dann passt der Deckel zur Schachtel. Also es ist irre viel Zeug. Was wiegt das? 400 Kilo? Ich würde sagen, kommt schon ein Guatemala-Kaffee rein, oder? Ja, fast. Okay. Gilt ja als der Schwerste. Ja. Fürs Homeworkout auch geeignet. Genau, also wenn ihr das Spiel scheiße findet, dann vielleicht zwei kaufen. Dann einfach kaufen, zwei Stück für... Also Gloomhaven ist es nicht. Gloomhaven ist es nicht. Das war. Gut, ich überlege gerade, was passieren würde, wenn ich jetzt so ein Gloomhaven hier... Was genau brechen würde. Wenn der Ellbogen abgestürzt ist, ist es kein Thema. Jetzt, das wäre ein Problem bei Gloomhaven. Und du hast ein kleines Kind, also die wiegt ja jetzt auch mehr als in Gloomhaven. Das stimmt, aber die haben selten. Ja, das stimmt. Die Hand da oben. So. Ja. Also auf jeden Fall, die siderische Konfluenz uns alle hat das mega positiv überrascht. Haben Frosted Games und Pegasus einen richtig starken Titel auf dem deutschen Markt gebaut. Und wir wissen, es wird sich nicht so verkaufen, wie WizKids das auf dem US-Markt verkauft hat, weil der Deutsche dann anders spielen mag. Aber wir fanden es richtig stark. Ja. Die siderische Konfluenz heißt übrigens, irgendwo in den Sternen kommen wir zusammen. Da kann man sich das besser merken, falls man mal einen Spielehändler anruft und sagt, möchte sie. Dann kann man sagen. Die Nomenklatur im Ganzen, das zieht sich ja durch, ne? Also Biomasse, klar, kennt jeder und die restlichen Rohstoffe waren irgendwie, die hatten so einen Namen und dann. Na, aber auch diese Wissenschaften, die man nachher irgendwie. Ja, ja. Wie heißt der Titel? Handel und Wandel im Elysium-Sektor. Ach, im Elysium-Sektor. Ja. Also in der griechischen Unterwelt. War ich neulich auch? Ja.
Habe ich Cerberus gefunden? Ich war natürlich auch in diesem Sektor und dann hatten die aber gesagt, nee, ist zu wegen Lockdown. Deswegen. Ja, bitte. Und, ja. Lassen, wenn das passiert. Machen wir jetzt mal was anderes. Feierabend. Wir haben noch zwei. Ja, wir waren jetzt im Weltraum, lass uns doch im Weltraum bleiben, oder? Bagatow ist im Weltraum? Ja, Bayern ist schon weit weg, gedanklich. Das ist schon im Weltraum. Also, Bagatow auch. Also, alles ist im Weltraum. Na gut. Ja, stimmt, ist alles im Weltraum. Aber der Delfin auch. Ist echt das Kennerspiel? Wir kennen's. Nee, ich weiß auch nicht, wie ist das hier gelandet? Ja, wie ist das jetzt auf der Liste hier gelandet? Na, das sind jetzt einfach meine Lieblingsspiele. Ach so, dann mache ich einen anderen Titel drauf, ja. Ja, weil... Und ich dachte, es geht nur um Schiffe. Ja, so, also ich habe Killer Cruise, das ist ein Schiff. Ja. Forgotten Waters, Piratenschiffe. Anno hat ein Schiff vorne drauf. Confluence, klar, Raumschiffe. Raumschiffe und hier wieder ein Raumschiff. Ja, okay. Die klar. Katzen retten wir auf was? Nur auf Schiffen. Auf Schiffen. Okay. Sorry, ich kam hier mit total falschen Informationen. Ich habe ja auch hier dieses T-Shirt angezogen mit diesem Schiff drauf, weil ich dachte, wir reden jetzt über Schiffe. Oh, da haben wir dich falsch informiert. Das ist ja eine klassische Geschichte, kennt man von Douglas Adams. Die Erde... Ist kaputt. Ist kaputt gegangen und deshalb haben sich so ein paar Menschen auf einer Raumstation, auf Raumschiff gerettet. Aber wo Schiffe sind, sind Delfine nie fern. Die sind nämlich, so long and thank you for the fish, ins Weltall geflüchtet und haben unsere Crew infiltriert. Weil die Floppy Disk kaputt ist, habe ich in der Regel gelesen. Fand ich auch gut. Ja, wir haben ja nur den englischen Prototypen gespielt. Also das hier ist jetzt, das Deutsche ist noch original eingeschweißt. Die war schon hilarious. Ja. Regel. Ja, super Humor, auch dieses Spiel. Aber ein Social Deduction Spiel, also eigentlich ein knallhartes Teamspiel, wo keiner weiß, wer eigentlich in welchem Team ist und man das nur über die Verhaltensregeln herausbekommen kann. Was ist eigentlich der Aufhänger von dem Spiel? Unser Raumschiff ist kaputt. Ja. Unser Raumschiff ist kaputt und deshalb müssen wir es reparieren, indem wir Ingenieure und Helden rausschicken. Module, die man reparieren muss, ja. Genau, diese Module. Zu reparieren ist nicht einfach, deshalb muss ich immer einen Held opfern. Und schon wir schicken die Leute raus einfach ins Weltall. Ja. Mit Helm. Mit Helm. Mit Helm. Und das machen wir mit Hilfe einer App. Handy liegt auf dem Tisch und wir erhalten die Karte, die wir rausschicken, übers Handy. Und das Handy errechnet dann, was wohl passiert. Meistens, wenn es gut läuft für die Crew, sind zwei Ingenieure draußen, die helfen reparieren und der Held opfert sich. Es kann aber auch passieren, dass einer einen Delfin rausschickt und der tötet einfach alles, was draußen ist. Nein, mit dem finalen, also der tötet mal hier, mal da. Genau. Ja. Mit dem finalen Ziel, das Raumschiff in einen riesigen Whirlpool. Ja, die wollen es schmecken. Genau, die wollen es fluten. Die wollen es fluten. Ja. Genau. Ja, aber nicht nur die Delfine killen ja, sondern also es gibt, glaube ich, so die Ingenieure ja auch von 20%, glaube ich, dass ein Asteroid einschlägt. Was uns aber nicht mitgeteilt wird, dass es ein Asteroid war, warum der gestorben ist. Und ich glaube, die Ingenieure können sich auch irgendwie töten, je nachdem, wie die liegen. Das ist ein bisschen zu lange her. Wenn drei Ingenieure rausgeschickt werden, sterben die aus, töten sich auch gegen. Ich glaube, sie reparieren halt nur in eine bestimmte Richtung. Also du hast quasi einen Punkt, der repariert werden soll, und die Ingenieure müssen in die Richtung zeigen. Das hier müsstet ihr da wahrscheinlich sehen können, müssen wir uns so noch ranzoomen. Also die Karten haben immer so Pfeile nach links und rechts, oder halt nur nach rechts oder nur nach links. Und da, wo der Pfeil hinzeigt, oder die Pfeile, da werden sie halt aktiv. Und dann je nachdem, wo ein Ingenieur ist, wo der Held ist, wo der Delfin ist, passieren unterschiedliche Dinge. Und das machen wir aber nicht selber, sondern das rechnet dann halt die App aus und teilt uns nur das Ergebnis mit. Modul repariert, Person B tot. Genau. Oder? Und daraus können wir dann halt unter Umständen uns überlegen, ja, waren ja nur Mechaniker draußen und alles super. Oder ich glaube, da waren Delfinen und... Who the fuck ist ja um sicher zu gehen, kann man auch einen Beobachter rausschicken, dann wissen wir mehr, aber der repariert halt nichts, der beobachtet nur. Gibt es immer nur einen Delfin oder können auch zwei Spieler? Es können auch mehrere Spieler. Genau, bei fünf Spielern können es zwei sein, bei vier vielleicht auch schon, das weiß ich nicht genau. Also es ist drei bis fünf Spieler, das ist tatsächlich was unique ist an dem Spiel. Es ist funktionierendes Social Deduction für drei bis fünf Spieler. So normalerweise, Hashtag Werwölfe, brauchst halt 15 Leute irgendwie, um cool spielen zu können. Und das ist tatsächlich in kleinen Gruppen richtig gut funktionierend. Mit dem Humor, den wir aus Don't Panic. Soviet Kitchen kennen. Achso.
Ja, stimmt, Hyper Games. Genau, es sind halt auch wieder Hyper Games, die sagen jetzt, weil wir sind der Verlag, der relevant ist, wenn geile App, Humor und gutes Spiel zusammenkommen. Gucken wir mal, ob sie das Versprechen halten können, aber hat hier wieder richtig gut funktioniert. Und ich habe es ja noch nicht gespielt, aber meintest du nicht, es wird auch mit Among Us verglichen von der Idee? Ja. Genau, also tatsächlich haben die, die haben das selber so beworben. Also Among Us ist, glaube ich, irgendwie schon 8 oder 9 Jahre alt. Echt? Und ja, und kein Mensch hat sich interessiert für dieses Computerding. Und jetzt im letzten halben Jahr ist Among Us irgendwie ein Riesending geworden und da ist dann halt Hyper Games draufgesprungen und hat gesagt, hey, ihr mögt Among Us, guck mal, wir haben das quasi als Kartenspiel. Und mein Sohn hat jetzt Among Us angefangen mit Kumpels und ich habe mir das da angeguckt und fand das interessant und habe gedacht, ja, aber wieso, das habe ich doch vor ein paar Jahren, also vor einem Jahr ungefähr, als Kartenspiel gespielt und das ist halt das hier so. Ja. Richtig gut. Thema gut, Humor super, Spiel funktioniert prima. Und es hat Delfin. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist nämlich Tiere eigentlich. Würde ich gerne auch noch, Kinder, Gruß müssen wir noch hören, wer der Delfin unter uns ist. Das kann ich nicht, wenn ich lachen muss. Tiere, das haben wir noch eben erklärt, wegen der Wurstfabrik. Muss es da Tiere geben? Ah, ja, verstehe. Jetzt ist mir auch endlich was mit den Tieren aus New York Zoo passiert. Ja, das fragen wir uns immer noch was. Ist egal, ne? Reden wir jetzt nicht drüber. Nee. Genau, einander genau. Mal. Wirklich nicht passiert? Es geht nicht, wenn ich lachen muss und jetzt muss ich lachen. Vielleicht wie später. Oh, das ist Delfinisch. Ne? Ja, das kannst du schon echt gut. Vielleicht später. Vielleicht kommen wir noch mal zu was. Machen wir das Thema Feierabend hier? Nee. Ich dachte, wir gehen erst noch Hopfen anbauen. Ja. Weil in der Form ein Bier im Weltall. Finde ich ein komisches Thema, weil also da kommt ja gar kein. Ah, Tier. Röse, genau, weil kein Schiff drin vorkommt, habe ich mich gewundert. Naja, das Fahne ist das Haus. Das ist ja quasi ein Hausboot. Stimmt. Ja. Und jetzt ihr, liebe Bayern, schreibt doch da mal unten rein, weil wir zu faul sind zu googeln. Ist das. Also ich glaube, das muss die Hallertau sein, in der das spielt. Die Hallertau. Also der Hallertauer Hopfen, der kommt aus der Hallertau, wäre jetzt meine Vermutung. Wir sagen natürlich immer Hallertau, weil es da so steht. Ja. Aber ich glaube ja, Hallertau ist falsch. Ich bin aber zu faul, das zu recherchieren. Das müssen, muss man uns mitteilen. Vielleicht heißt es auch Hallertau. Nee, das ist jetzt echt nicht. Genau, Hallertau, das ist ein niederländisches Wohnwagenspiel, ne? Oder was ist das? Stimmt. Ja, doch. Also wir haben hier so ein Haus und das kann fahren. Das bewegt sich nämlich immer vor. Aber wie war das nochmal? Ich weiß nur, es gibt Punkte. Ja, also wir haben einmal Arbeiter. Und Haussteine wegschieben. In unserem Haus ist so ein Fenster und da ist die Anzahl an Arbeitern, die wir haben. Die platzieren. Wir bekommen die Runde, das ist ein Arbeitereinkommen. Genau. Die können wir über die Runde hinweg auf dem Spielplan platzieren. Wer die Aktion zuerst ausführt, zahlt einen Arbeiter dafür. Wer die als nächstes ausführt, eben 2 und dann 3. Und dann ist er auch schon aufgebraucht. Das heißt, wir streiten uns ein bisschen um welche Aktionen wer noch durchführen kann und wie günstig man rankommt. Genau, das macht das Fenster und welche Arbeiter wir kriegen. Was machen die Aktionen? Ist auch Eurogame, also wir... Also wir kriegen Kram. Wir kriegen Kram, wir bauen Kram an, wir wandeln Kram in anderen Kram um. Also Schafe in Wolle und Fleisch. Ich glaube, das ist alles an Umwandeln, was wir tun. Ich habe noch nicht verstanden, wie das genau funktioniert, aber ich spielmechanisch akzeptiere ich das nicht. Ja, genau. Auf jeden Fall haben wir auf unserem eigenen Tableau so Felder, die unterschiedlich viel Ertrag bringen. Und wir können neue Felder dazu machen mit Aktionen. Wir können die Felder bepflanzen. Wir können, glaube ich, auch sogar ernten ganz dazwischen mal. Ja, das machen wir und dann, wenn alle ihre Arbeiter aufgebraucht haben, ist die Runde zu Ende und dann können wir, also erstmal wird dann wieder geerntet und dann können wir die ganzen Ressourcen, die wir jetzt angebaut und geerntet haben, einsetzen, um diese kleinen, das sind auch Häuschen, oder? Das sind so Handwerksbetriebe im Dorf. Also Handwerksbetriebe genau, thematisch ist, wir wollen diese Handwerksbetriebe und damit unser Dorf irgendwie aufwerten und reicher und schöner machen. Weiterbringen, genau. Indem wir, was auch immer hier steht, es wird von Runde zu Runde auch teurer, ausgeben, um das Haus ein Feld weiter nach rechts zu verschieben. Wenn alle diese kleinen Handwerksbetriebe, Häuser ein Stück weiter nach rechts sind und die nächste Spalte frei ist, kann das große Haus eins weiter nach rechts rücken. Was heißt, wir haben mehr Arbeiter in der nächsten Runde zur Verfügung und ab einem gewissen Punkt auch Siegpunkte fürs Ende. Ja.
Währenddessen gibt es noch Karten, die wir auch immer wieder als Aktion neue nachziehen können, über die wir, wenn wir was Bestimmtes erreicht haben, also so und so viele einer bestimmten Ressource haben, weiß ich nicht, was es alles gab, kriegen wir einmal Boni oder Einkommen am Anfang der Runde oder Siegpunktbedingungen. Oder. Also es gibt vier verschiedene Arten von Karten und die sind sehr unterschiedlich. Ja. Weil das ist tatsächlich jetzt, wo du gesagt hast, was man da macht, das hat gefehlt. Meiner Meinung nach ist es ja eigentlich ein reines Kartenspiel. Also ich habe das Gefühl, es geht hauptsächlich um diese Karten und das Timing, wann hole ich mir welche Karten. Wann die Einkommenskarten, wann die die Siegpunkte bringen, wenn ich bestimmte Bedingungen erfüllt habe oder bestimmte Bedingungen ausgegeben habe. Also ich fand, ich fand die Karten mega zentral. So. Ja, um die erfüllen zu können, brauchst du ja Ressourcen. Ja, klar. Genau, dafür brauchst du diesen ganzen Motor an Ich glaube, es zahlt ganz gut ineinander. Also dadurch, dass du die Auslage mit den... Also in der Mitte des Tisches liegt ja die Auslage, wo ich dann draufsetzen kann, um mein Schaf irgendwie zu schlachten oder was auch immer. Und das beeinflusst ja, welche Karten du auch auslösen kannst. Also das zahnt alles ineinander. Und was ich cool fand, wir hatten, also ich glaube wir beide vor allem, also du hast ja mit mir gespielt, aber wir hatten komplett unterschiedliche Strategien. Thomas und ich hatten das Haus sehr weit nach rechts gerückt und darüber voll viele Punkte gekriegt. Lena, du hattest keinen einzigen Punkt übers Haus. Nee, genau, ich habe mir ganz viel von diesen Siegpunktkarten geholt und habe versucht, die zu erfüllen. Und wir waren super nah beieinander. Also waren dann am Ende Platz 1 und 2 mit komplett unterschiedlichen Strategien. Ja. Und das fand ich schön. Ja, was mir tatsächlich richtig gut gefallen hat, ist diese Weiterentwicklung von der Agricola-Idee. Ich setze einen Arbeiter ein und dann ist das Feld halt weg, wie man es so kennt aus dem Eurogame. Ich setze den da ein, dann ist das Feld nicht weg. Du kannst es immer noch nutzen, aber für dich wird es halt teurer als für mich. So, also das fand ich stark, dass die Aktionen nicht gänzlich weg sind, aber ich mir überlegen muss, wann mache ich was, wie viel Arbeiter ist es mir wert, dass ich noch eine Runde warte und dann schnappt es mir vielleicht jemand weg und für mich ist es teurer. Und dann diese Drei-Felder-Wirtschaft. Das fand ich tatsächlich super gut. Ja. Also die Felder, die man hat, die sind, das hängt davon ab, wie viel Ertrag die abwerfen, auf was für ein Level die sozusagen sind. Und wenn ich das eine Runde lang nicht bebaue, dann wird das automatisch aufgewertet. Und wenn ich da aber ernte, dann wird es automatisch abgewertet hinterher. Ja, also das ist effektiv irgendwie eine spielerische Umsetzung der Drei-Felder-Wirtschaft, kann man sagen. Das hat mir tatsächlich richtig gut gefallen. Das ist mir so noch nie untergekommen in so einem Spiel. Und ich habe gerade wieder an die Arbeiter gedacht, es wird pro Runde nur die oberste Reihe runtergenommen. Das heißt, wir haben nachher mehr Arbeiter zur Verfügung, aber tendenziell liegen dann bei den beliebten Aktionen mindestens die untere Reihe schon voll und es fängt erst bei 2 an. Genau. Passt sich dann auch an 2 Spieler an, also ich habe es noch nicht zu zweit gespielt, aber dann werden halt nicht alle runtergesammelt, nur alle. Ja, das sind irgendwie weniger, ja. Genau, passt sich auf jeden Fall auch an die Spieleranzahl an. Ja, so richtig dein Spiel, Sebastian. Ich hätte mir ein bisschen mehr, Tim Rosenberg, ein bisschen mehr Puzzleteile gewünscht. Und vielleicht auch, wäre es schön gewesen, wenn wir nicht irgendwie nacheinander einfach so an die Reihe kommen und gleichzeitig spielen. Ja. Ja, Basti liebt Eurogames. Also je Euro, desto gamiger, desto tiefer der Mundwinkel. Ja, aber du hast trotzdem ein bisschen Spaß gehabt, oder? Ich war vor Flo, auf jeden Fall. Ich fand's sehr schön. Genau, Hallertau, wirklich, für mich Hallertau. Für mich tatsächlich mal wieder so ein Ding, wo ich sage, ach, endlich mal wieder ein richtiger Rosenberg. Also ich mochte Patchwork auch. Und dann kamen irgendwie 40 so Puzzlespiele, die mir alle nicht gefallen haben. Und dann kam New York Zoo. Und dann kam Danach New York ist natürlich auch nicht so schwer wieder. Ja. Nee, also wurscht, genau. Also ich fand einfach wirklich mal wieder das, was ich erwarte oder was ich vor 10 Jahren erwartet habe, wenn irgendwo Rosenberg auf der Schachtel steht. So. Wobei er jetzt gesagt hat, das ist das Letzte. Er macht sowas nicht mehr. Genau, Agricola, Caverna, Hallertau. Oder? Das ist doch diese Dreierreihe. Ja, manche sagen mit aller Erde und Fest vor Odin. Ich fand Fest vor Odin doof und habe alle Erde nie gespielt, was mir für einen Zweiertitel einfach zu viel Aufwand war. Aber ja, genau, diese Landwirtschaftsreihe von Rosenberg. Es ist jetzt endlich Feierabend. Ich könnte noch stundenlang. Wollen wir nochmal weiter? Ja, Feierabend würde ich sagen. Nicht, dass du morgen wieder streikst. Nehmen wir Feierabend. Und? Du musst die Hände, glaube ich, eher so. Ja, du musst so ein bisschen so rennen. Ne? Agiler, ja. Ja. 1A. Du musst aber Strohhut fehlen. Der sein. Thomas. Der ist grumpy. Der will ich eh. Ja. Wie viel sind wir? 4.
4. Könnt ihr das nachstellen. Das war nicht das Kind. Das Telefon, wir hätten es ausmachen sollen, das haben wir jetzt halt nicht. Feierabend! Alles klar. Worker Displacement Spiel. Wir nutzen unsere Arbeiter, um den Erholung zu bringen. Gewonnen hat der, der am Ende die meiste Erholung gesammelt hat. Also die entspanntesten Miepel hat, ne? Ja. Genau. Ja. Genau. Es gibt breite Miepel und etwas schmalere Miepel. Das sollen Männer und Frauen darstellen. Sehr relevant in dem Spiel. Gibt überhaupt vier... nicht. Doch. Du brauchst ja nur Partner. Ja. Und nee, ja auch ist auch wichtig, dass es Männer und Frauen in dem Spiel echt? Gibt. Ja, erzähl ich gleich warum. Alles klar. Genau, wir schicken Leute in den in ihren Feierabend. Ja. Und können die irgendwie angeln schicken oder irgendwie Motorradflug Ausflug machen lassen. Das ist natürlich alles gratis. Man kann die aber auch auf den Jahrmarkt schicken. Je mehr Geld man da ausgibt, umso mehr Erholung kriegt man da. Wir würden sie auch gerne in Urlaub schicken, geht aber nicht, weil wir echt schlechte Arbeitsbedingungen haben. Und da kommt nämlich dann der Knackpunkt, warum auch Männer und Frauen wichtig sind in dem Spiel. Sobald wir zurück zur Arbeit gehen, erleiden wir, also immer wenn wir alle Miepel gesetzt haben, kriegen wir richtig viel stressiger. Denn wir haben eine 70-Stunden-Woche am Anfang, kriegen richtig wenig Kohle, es gibt eine Gender Gap. Die Frauen verdienen am Anfang noch viel weniger als die Männer. Genau, generell kriegen wir wenig Lohn und haben keinen Urlaubsanspruch. Für all diese Sachen können wir auch streiken in unserer Freizeit. Bringt zwar keine Erholung, aber Streikmarker. Mit diesen Streikmarkern können wir, wenn wir an der Reihe sind, für bessere Arbeitsbedingungen streiken. Und das ist jetzt auch schon das ganze Spiel. So, ich entscheide mich, will ich Geld ausgeben, um Erholung zu bekommen. Mache ich eine Doppelschicht, gehe ich nochmal arbeiten, bringt mir Geld, aber kostet mich Erholung. Oder sorge ich dafür, dass meine Arbeit immer weniger stressig wird. Ich finde es ein bisschen hart, dass wenn deine Arbeit so dermaßen stressig ist, dass du einen bestimmten negativen Bereich erreichst, dass die einzige Option, die du in deiner Freizeit hast, ist in der Kneipe rumzuhängen und zu saufen. Ja, so lange bis... ja, das fahre ich... Bis zum Mindestmaß wieder hart. Also. Man hätte ja auch ProSieben gucken können, statt in die Kneipe zu gehen. Aber ja. Du kannst ja auch teilweise in der Kneipe ProSieben schauen. Okay. Ja, ihr merkt, ich habe es nicht gespielt. Ich habe zugeguckt während der Partie und fand das tatsächlich mega interessant, aber habe es nicht mitspielen können. Ich finde es ein mutiges Thema. Ja. Also es geht ja echt hauptsächlich um schlechte Arbeitsbedingungen und wie man die wegbekommt. Klar, am Rande auch irgendwie um Partner finden, machst du mal ein Blind Date und so und mit dem dann ins Hotel gehen. Aber stand dann doch weniger im Fokus, als ich am Anfang gedacht habe. Und das hat er extrem gut umgesetzt, der Friedemann. Ja. Ich war erschrocken vom Material, als es aufgebaut war. Das sind 8 Spielpläne oder so. Ja. Sehr schön. Das war dann aber auf einmal doch, nachdem, was sie es erklärt hatte, übersichtlich. Also ja, trotzdem, also so ein Tisch ist voll. Also wenn du zu viel spielst, ist der Tisch hier voll. Ja. 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 Und das hängt aber mit dieser Modularität zusammen. Dass wenn du unterschiedliche Spieleranzahlen hast, dann hast du doch, glaube ich, musst du die Puzzleteile mal so und mal so drehen. Und deswegen kannst du nicht einen Spielplan hinknallen, sondern hast halt diese mehrere Pläne, die du da auspacken musst. Genau, thematisch ja, tatsächlich mutig, schlau und vom Gefühl her auch mechanisch und thematisch passt schon zusammen im Großen und Ganzen so, ne? Was nicht, obwohl, kann schon auch passen, aber meine Miepel gehen wann anders in Feierabend als deine. Also ja, das ist ja kein Wunder, weil ich ja im Spielecafé meine Leute arbeiten lasse, während deine morgens früh beim Bäcker Dienst tun. Ja, das ist ja nicht teilweise, sondern eine ganze Woche. Ja. Aber ja, kann man sich schon auch hindenken. Fand ich aber einen coolen Mechanismus. Also dass ich hoffen musste, dass Basti bald in Feierabend geht. Nee, andersrum. Nee, arbeiten geht, damit du damit ins Motel kannst. Damit ich die Aktion machen kann, genau. Damit das wieder frei wird. Hat spielmechanisch Spaß gemacht. Was ist denn das dritte? Es gibt doch dieses Jahr 3 Spiele, glaube ich. Also Meeple Land ist das eine, das müssen wir noch spielen. Das ist das andere. Und dann gibt es aber, glaube ich, noch ein drittes, wo es in erster Linie darum geht, und die Meeple, also das, was wir als Worker bezeichnen, wenn wir ein Worker-Placement-Spiele spielen, nicht Worken zu schicken, sondern denen irgendwie die Freizeit zu versüßen. War denn kein Rettosch? Nee, die erschrecken wir zu Tode. Bei
Kommunismus auf dem Mond. Ja, genau. Da geht es ja auch nur, genau. Da gibt es die Punkte nur dafür, dass die Leute happy sind. Ja. 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 Feierabend, Friede beim Friese, tatsächlich gut. Hässlich. Hässlich, aber neben mir auch nicht. Aber das ist, glaube ich, Geschmackssache. Also diese Hardcore-Friese-Fans, die sehen halt die Grafik und sagen, ja geil, ist ein Friese. Und ich sage halt, ja, ist ein Friese. Ist nicht meins, kann ich auch mit leben. Ja. Also stört mich jetzt nicht groß. Zum Beispiel damals bei Finstere Flure, das hat ja, ich glaube, das ist derselbe Grafiker. Und da hatte mir das richtig gut gefallen. Weil das für mich irgendwie zu diesem Pseudo- und Drei-Fragezeichen-Frankenschein-Thema irgendwie passt. Und weil damals. Und weil vielleicht auch damals, ja, weiß man nicht. Genau. Aber ja, also mir hat es auch grafisch gar nicht gefallen, aber wenn das Spiel drin gut ist, ist mir das ja im Großen und Ganzen wurscht. Ja. Also, Feierabend, oder? Machen wir Feierabend. Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was sagen wir immer? Delfin. Das war, er war schon mal besser. Das war fast delfinisch für, genau, wenn ihr Ideen habt, die wir umsetzen sollen. Schreibt uns das unten in die Kommentare. Lasst uns ein Abo da. Und habt viel Spaß dabei, Menschen im Weltraum zu ertränken. Tschüss. Ciao. Ciao.